So, da wären wir wieder. Diesmal wollen wir alles besser machen. Und zwar werden wir nicht laden, sondern ganz von vorne anfangen. Und zwar hier. Ja, das kennen wir da schon. Also, ich habe nicht wirklich eine sehr gute Idee, was wir anders machen könnten. Ich weiß nur, dass die zwei Verluste, die wir relativ am Anfang hatten, nicht gut waren. Die waren absolut nicht gut. Wir könnten das so machen, dass die Stormbolter jeweils die seitlichen Gänge abdecken. Also es gibt ja diese Knotenpunkte, die ich euch gleich zeigen werde, wo es dann nach oben, rechts und runter geht. Die werden von Stormboltern abgedeckt. Und die Nahkämpfer stecken wir in Gänge, die nach rechts und links zeigen. Und da gehen sie in Guard-Modus durchgehend. Ich denke, wir hatten echt einfach nur Pech. Größtenteils. Und dass ich vergessen habe, dass die Assault keine so zwei Magazine hat, war auch nicht so toll. Aber das werde ich jetzt bestimmt nicht nochmal vergessen. So, Karte müsste gleich aufpoppen. Und dann gehen wir sofort für die taktische Karte. Genau, hier. Zing. So, also. Das hier sind die Räume, die ich meine. Das heißt, ein Stormbolter hier. Eins. Stormbolter hier, ein Stormbolter da. Das heißt, wir hätten den Gang nach unten, wir hätten den Gang nach oben. Der hier. Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird recht häufig benutzt, dieser Gang. Die kamen ja vorher immer alle darum. Das heißt, wir könnten theoretisch machen, ein Stormbolter da, ein Stormbolter da, ein Nahkämpfer hier vorne. Dass, falls er stirbt, nicht sofort alle anderen auch sterben. Das war ja letztes Mal so. Letztes Mal hatte auch ein Nahkämpfer einen Stormbolter gedeckt. Nahkämpfer ist gefallen, wegen schlechten Würfelwurf. Und dann ist der Jeans wieder gleich weiter zu dem Stormbolter und der wurde auch umgebracht. Nicht schön. Also weiter vorne positionieren, dass falls hier mal einer kommt, dass der dann gehauen wird. Der einzige Haken bei der Taktik könnte sein, dass wenn hier ein Terminator steht, dass dann die Jeans, die hier oben spawnen, auch hier runterlaufen, weil sie irgendwie riechen, wie auch immer die programmiert sind, weil die sozusagen riechen, dass da ein Terminator ist und dann den angreifen. Ja. Andere Idee? Fragezeichen. Wir könnten den Clown-Terminator und den Hammer-Terminator jeweils hier hinstellen. Und dann decken die so lange den Weg nach unten, bis sie halt fallen. Und dann sind sie halt tot, habe ich nicht wirklich ein Problem mit. Und derweil haben wir hier halt in alle Richtungen Deckung. Und wenn dann später die beiden hier unten fallen, was nur eine Frage der Zeit ist, dann dreht sich halt einer zwischenzeitlich um. Oder wir tun die anderen Terminatoren hin, die ich nicht so gerne benutze. Also wir haben hier Clown-Terminator, Hammer-Terminator und dahinter vielleicht irgendwo den Flammen-Terminator. Oh, noch besser. Flammen? Nee, doch nicht. Nee. Na gut, deponieren wir die erstmal. Also, Squad Lorenzo ist der Squad, der oben ist. Das heißt, das ist der hier oben das alles decken muss. Was schon mal nicht aufgeht, weil ihm ein Dingens fehlt, ein Stormbolter. Also, Sergeant, dahin. Stormbolter, dahin. Links ist sicher. Da kommt jetzt Nick. Wohl, warte mal. So ist, glaube ich, besser. Und die Tür muss aufgemacht werden, ne? Ja, okay. Dann ist das so doch nicht besser. So, also die machen beide in der ersten Runde die Tür auf, gehen in Overwatch und da bleiben sie die ganze Weile. Der hier geht eventuell noch einen Schritt zurück, aber bin ich mir nicht so ganz sicher. So, dann haben wir noch einen Stormbolter, der hier hingeht, der die Tür aufmacht und da oben alles sichert. Und dann haben wir noch die besagte Tür hier. Da. Ich weiß echt nicht. Also wir könnten den Flammenwerfer hinstellen und wenn dann mal einer von da kommt, dann brutzeln wir ihn weg. Haken ist halt nur, wir haben nur 6 Schuss mit dem Flammenwerfer, was irre wenig ist. Aber ja. Alternativ stecken wir jetzt den auch noch hier hin. Ja, hier irgendwo an die Seite. Und wer eine keine Munition mehr hat, geht er einfach nach hinten und er stellt sich da vorne in den Weg. Das heißt, der Trupp schafft es wirklich hier, den Bereich auch abzusichern. Jedenfalls für mindestens, ich schätze mal,
10 Runden. Weil er hat 6 Schuss und es kommt nicht jede Runde irgendwas von hier. Also ja, 10 Runden können wir hier halten. Wie viele Genestealer töten wir im Durchschnitt in der Runde? 5? Das geht nicht auf. Aber gut, nächster Squad. Squad Gideon. Der ist noch döver. Wenn man das denn so sagen darf. Scipio. Warte mal, Scipio stellt sich hier hin und läuft gleich hier hoch, um den Flammenwerfer oben abzulösen. Dann haben wir eine Assault Cannon. Die läuft hinterher und deckt später den Weg nach unten. Und du bist auch ein Stormbolter. Du läufst hinterher und deckst dann hier den Weg nach unten. Also deckt ein Stormbolter und eine Assault Cannon die langen Gänge hier nach unten. Was auch für eine ganze Weile okay ist, solange bis halt der Stormbolter keine Munition mehr hat. Zu dem Zeitpunkt tritt dann der Hammer-Terminator in den Vordergrund und stellt sich hier hin. Also läufst du vor, gehst dahin, du läufst hinterher, stellst dich dahin, drehst dich um. Du läufst vor, ersetzt den Flammenwerfer, du läufst hinterher, deckst den Gang nach unten. Ja, das klingt doch sehr gut. Deploy. Squad deployed. Mhm. Alle gucken in die falsche Richtung. Warum guckt ihr alle nach Süden? So, also du drehst dich. Schon mal 2 Punkte weg. Machst die Tür auf und bleibst da stehen. Du drehst dich. Machst die Tür auf und gehst gleich in Overwatch, weil da ein Blip spawnen kann. Overwatch. Du drehst dich. Öffnest die Tür und zielst erstmal die Felder. Also Blip spawnt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blip spawnt 7. Blip Sprung 7. Also es kann keiner zu dir ran. Das ist schon mal sehr gut. Trotzdem wäre ich dafür, dass du mal einen Schritt zurück machst. Einfach nur so, falls sie plötzlich springende Genestealer haben oder keine Ahnung. So, du drehst sie nach da. Du wirst eine Weile einfach nur da drum rumstehen. Du machst die Tür auf. So, wir haben ziemlich viele Command Points und wir werden nicht schießen müssen diese Runde. Das heißt, wir können die schnell wegbewegen hier. So, so. So. So, du warst die Ablösung für den Flammenwerfer. Du geh mal dahin. Du stehst nachher einfach nur im Weg, also gehst du mal dahin. So, 1, 2. Nee, da spawnt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das könnte jetzt ein Problem werden, oder? Warte mal. Blip spawnt da. 1, 2, 3, 4. Achso, Tür öffnen. 5. Dann eine Bewegung auf das Feld 6. Blipspawn 7. Nee, müsste okay sein. Sowas mit dir. Du bleibst einfach nur da stehen. Ja, fertig. Bitte, bitte jetzt nicht da unten gleich den ersten Token. Nee, die kommen am Anfang nicht so weit. Das ist okay. Aber da kommen ganz schön viele. Also von unten rechts. Boah, ja, 6 CP. Sehr schön. So, du gehst bitte dahin, warte, gehst dahin, drehst dich, das wären 5, sonst nur 4. So, das heißt, du kannst zweimal schießen, das ist auch nicht so viel. Also ich will nichts riskieren, gar nichts, 0, nichts. Das heißt, du gehst noch einen Schritt zurück, auch wenn das viele Command Points kostet. Gehst in Overwatch. Du. Oh, Mist. Du könntest nur einmal schießen, wenn er schräg läuft. Ja, du musst jetzt auch 2 Command Points verbrauchen. Und dann hast du keine mehr für eine Ladehemmung. Nicht gut. Das ist kein guter Anfang. Das ist echt kein guter Anfang. So, du drehst dich um.
und hilfst ihm, falls er eine Ladehemmung hat. Er dürfte ja keine Ladehemmung bekommen können, weil er eine Soul Cannon ist, mit dem ersten Magazin. So. Du gehst einfach weg. Du hast die Tür schon aufgemacht, ja. Gehst in Overwatch. Overwatch. Und genau von da kommen jetzt die Viecher. Das ist nicht so schön. Also du gehst auch in Overwatch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es ist kein Blip, also kein Blipsprung. Er kommt maximal bis da. Er muss diesen Weg laufen, oder? Wie tickt ihr, Jungs? Stürmt ihr immer auf das nächste Ziel? Ich warte, glaube ich, mal ab. Also ob er jetzt direkt auf uns zuläuft oder ob er sich der Gruppe anschließt und versucht, hier mit reinzulaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, kann mir nichts passieren. Ist alles gut. Du drehst dich trotzdem schon mal in die Richtung, falls du später mal dich davor stellen musst. So. Ja. Das hier ist nicht ganz so schön und das hier auch nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen ja bloß noch 88 Jeans die Laumen bringen. So. Nicht. Drei Stück. Der kann zweimal schießen. Das müsste okay sein. Das war schon näher dran. So, schon hat er nur noch insgesamt 17 Schuss. Was zur Hölle war das? Warum? Oh. da sind gerade ein paar Sachen passiert, die ich nicht ganz verstehen konnte. Aber das erzähle ich euch erst, wenn ich wieder zeigen kann, was ich meine. Ganz schön was rüber. Und er läuft den direkten Weg, okay. Kommt noch ein Blip. Aber ist okay, da ist der Sergeant. Also schön viele CP bitte. Und meine Runde, ja, 6 CP, sehr gut. Also, erstes, was mich überrascht hat, die sind nur 3 Felder oder so gegangen und haben dann nicht mehr angegriffen. Das war komisch. Dann war komisch, dass sie überhaupt so weit gekommen sind und er nur ein- oder zweimal geschossen hat. Eigentlich hätte er nämlich hier einmal schießen müssen, da einmal schießen müssen und da einmal schießen müssen. Und das ist definitiv nicht passiert. Und er hätte schießen müssen, als ich... Na, da nicht. Okay, da hätte er einmal schießen können. Na gut. Wir... Ach, das ist echt doof. Du... Dreh dich mal nach da. Das sind natürlich gleich 3 Stück. Eins. Zwei. Was ist das? Zwei. A righteous kill. Zwei. Oh, sehr schön, Achievement. So, noch ein Schuss. Das ist nicht gut, du. Kannst du nicht nach da drehen, das kostet 2 Punkte. Dann dreh dich schon mal die halbe Strecke. Ach, deswegen hat er nicht so oft geschossen. Er hat eine Ladehemmung gehabt und wir hatten keine CP mehr. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Also Ladehemmung beheben. Wir können jetzt schießen, aber ich weiß jetzt schon, dass das nichts wird. Aber wir müssen schießen, die müssen sterben. Also wir müssen jetzt 6 würfeln auf einem W6. Oh. Sehr schön. Wobei ich vergessen habe, dass wir 2 Würfel würfeln. Das klappt ja sogar einigermaßen. Also du... Hast Glück. Sehr schön. Okay, du dreh dich um. Du geh mal... dahin, damit du nächste Runde aufrücken kannst. Du gehst ganz normal in Overwatch. Du... Tür ist offen? Ja. Du gehst auch ganz normal in Overwatch. Du verbrennst jetzt diesen einen Jeans-Sealer.
dann nichts, du machst auch nichts, du... Nein, 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 nein. Der wollte schon wieder dieses komische Draufstürmen und Dingens machen. Ja, mal richtig Glück mit den Würfeln gerade. Okay, Overwatch. Bringst dann den da um. Ihr seid schon an dem Overwatch. 5 Punkte haben wir jetzt noch. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen höchstens 2 für ihn hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blitzsprung 7. Und höchstens 1. Wir brauchen 3 Punkte. Das heißt, 2 Punkte können wir noch verbrauchen. Das heißt, du gehst mal bitte dahin. Objective logged. So.